Ja. Ja. Ton hoch. Guten Morgen, herzlich willkommen. Es ist Tag der Bundesratswahl, 5. Was ist 5.? Nein, Moment. Ja, 5. Morgen 6. Nikolaus! Warum schreibt denn Tobias Nikolaus? Es ist nicht heute Nikolaus, ja morgen. Das was ich nicht verstehe. Also lieber Tobias, kleiner Tipp, wir verstehen nicht, warum du heute Nikolaus hast, aber ist ja egal. Gut. Na Nico, aber heute Nacht müssen herzlich, die Sachen in den Schuhe. Ja, genau. Herzlich willkommen bei Christian und den Automobilen morgen früh. Wir müssen schnell noch ein Video drehen, das wir euch schulden, das wir jetzt gut machen können. Und ich muss nachher weg, darum sind wir jetzt morgen früh da. Also, ja, es geht um den SQ5. Das Auto läuft hier voraus, darum drehen wir jetzt nicht vor dem Auto. Weil es ist ein bisschen laut, aber ihr seht das Auto noch. Wir haben, das Ganze ist jetzt ein bisschen zeitversetzt, das ist noch wichtig zu sagen. Das heisst, die Aufnahme vor der Leistungssteigerung, eben, wie ihr gehört, es geht um Leistungssteigerung, die Aufnahme vorher, im Originalzustand haben wir vor ungefähr anderthalb, zwei Wochen gedreht. Darum ist das Ganze jetzt zeitversetzt. Das heisst, das Intro seht ihr jetzt mit diesen Kleidern, heute am 5. Dezember. Denn der erste Teil vom Film, eigentlicher Film, ist früher gedreht worden, darum sieht es anders aus. Und die Leistungsmessung danach, beziehungsweise die Zeitmessung, die wir machen, die machen wir heute. Der Grund ist ganz einfach, wir haben das Auto gekauft vor ungefähr zwei Wochen, haben dann eigentlich die Leistung machen, haben das Auto zwei, drei Tage habe ich selber gefahren, allerdings noch original. Und dann hat auf einmal eine Motorlampe geleuchtet. Das ist eine Sonde von der Abgastemperaturregelung kaputt gewesen. Und das ist ja auf Werksgarantie gegangen. Darum haben wir so lange warten, bis es gemacht worden ist, weil die Audi natürlich nicht unbedingt sehr viel Zeit gehabt hat. Im Moment Pneuwechsel, Saison etc. Und weil vorher eine Messung machen mit kaputter Sonde bringt gar nicht. Und dann haben wir das Ganze jetzt verschieben. Jetzt haben wir die Leistung gemacht. Wir sind die Leistung auch eingefahren. Das ist ein wichtiger Punkt. Also die Leistung haben wir letzte Woche drauf getan, Ende letzte Woche. Und ich fahre das Auto jetzt zwei, drei Tage schon selber, privat. Ich finde die Kiste noch sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. SQ5 ist eine geile Kiste. Und dementsprechend können wir jetzt das erst drehen. Gut, wir gehen jetzt Zeitmessung machen. BN ist in der Kamera, wie ich gesagt habe. Wir machen die Elastizitätsmessung 80-120. Einmal im D und einmal im S schauen, was der Unterschied ist. Messungen vorher sind sie, glaube im D 4,0, im S 3,9. Natürlich immer ein bisschen Witterungsverhältnis etc. Aber das Auto ist winterbereift, auch schon vorher gewesen, also das bleibt gleich. Gewicht von der Personen her mehr oder weniger auch. Also von dem her, Voraussetzungen sind sehr. Also könnte sein, dass ich aber drei Muskeln mehr habe als Tobias. Ja, genau. Gut, also wir gehen jetzt messen und dann schauen wir, was passiert. Kommt mit, viel Spaß. So, jetzt sitzen wir mit dem Mann im Auto, im schönen SQ5. Ich liebe die Dinger, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Warum? Sie sind ein geiler Motor, der richtig Drehmoment hat, Bums. Und sie sind höher. Und ja, in meinem Übergewicht ist es angenehm, wenn man reinflutschen kann und nicht fallen, wenn man einsteigt ins Auto. Genau. Gut, also wir probieren jetzt hier mal eine Messung zu machen. Jetzt geht es zwar gerade einen Moment drauf, jetzt müssen wir warten, bis wir hier ein gerades Stück kriegen. Die Messung davor 80-120, wie wir sie schon kennen. Wir haben ja schon mal einen SQ5 gemacht, das habt ihr gesehen. Der Film ist schon älter, das war letztes Jahr, glaube ich. Jetzt machen wir gleich noch mal einen, weil wir es können. Genau. Original hat es 313 PS, Newtonmeter liegen, glaube ich. 650, dort umeinander, 640. Muss ich nachschauen, kriegen wir noch geliefert. So, jetzt kommen wir hier auf eine schöne Strecke. Jetzt geht es aber bergab und das sollten wir auch nicht, sondern wir sind ja wirklich transparent. Jetzt warten wir schnell, bis da wieder gerade wird. Und dann gucken wir, was er so drückt, original. Also eben zwei Personen, Tank ist viertel voll. Das sollte eigentlich passen. Ja? Gut, gucken wir mal. Jetzt sind wir noch bergab, sollten wir nicht. Ja. Verfälschen wir die Werte. Gut, wenn wir es immer gleich machen würden, gängt es. Ja. Gut, da ist jetzt der Graf. Ja. Gut, ich tue jetzt mal auf 80 abbremsen. Die hinter mir werden wieder fluchen. Ja. Gut. Bist du ready? Ich bin bereit. Wir machen erstmäßig im Devidora. Ja. Dann muss ich jetzt warten, bis einer vorbei ist. Gut, Achtung und
4,0 im D wie Dora. Jetzt schauen wir, was er im S macht. Jetzt könnten wir da mal schnell noch mal probieren. Weil es ist gerade und hinter mir kommt niemand. So. Gut, Achtung, jetzt einmäßig im S. Kann man eigentlich sagen, praktisch gleich schnell. 4,0, 3,9, 0,1 Sekunden Differenz, 0,119 zum Knausen. Genau. Gut, jetzt machen wir die Leistung und dann, ganz wichtig, das Video wird ein bisschen Zeit versetzt. Ihr seht das zwar in einem, allerdings liegt zwischen dem jetzigen Teil vom Video und dem nächsten Teil, die Messung danach, liegt gut, wie viel sind das? Eins. Eineinhalb Wochen? Nein, eineinhalb Wochen. Du bist ja nächstes Mittwoch umgekehrt. Ja, bin ich schon da, ja. Aha, also, ja. Wir werden das... Ja, es 4-5 Tage. Und der Grund ist, erstens, heute wäre es knapp, um es wieder drehen, der zweite Teil. Und der Hauptgrund ist aber, dass ich euch mal zeigen will, wie viel macht es wirklich aus, wenn es eingefahren ist. Weil ich nehme das Auto am Wochenende mit. Wir werden ein paar Kilometer machen damit. Damit das schön eingefahren ist und dann machen wir die Messung wirklich mal so, wie es für den Kunden nachher auch in der Realität ist. Oder? Weil das Problem ist, bis jetzt haben wir, oder nein, einmal haben wir eine Messung auch noch mal gemacht, die länger zwischen Programmieren und der Messung war. Weil die Adaptionsfahrt, die ich immer erzähle, oder, die macht auch wesentlich noch etwas aus. Und wenn wir die Messung gleich nachher wieder machen, nach der Leistung, dann verfälschen wir die ganze Sache ein bisschen, weil das ist nicht die Realität, also nicht das Endergebnis. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede mich. Habe ich etwas vergessen? Nein, es wurde alles gesagt. Gut. Passt. Also, dann bis für euch bis gleich. Für uns zwei später. Tschüss. So, jetzt sind wir gerade auf dem Weg auf die Autobahn. Wie ich festgestellt habe, haben wir da wieder einmal keine Öltemperaturanzeige. Ich finde das extrem schmühsam, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum das der Hersteller das macht. Was ich schauen muss, ist, ob wir das frei kodieren können. Weil Wassertemperatur interessiert mich eigentlich primär nicht, sondern mich interessiert immer die Öltemperatur. Aber, ja, wir können ja froh sein, dass wir wenigstens eine Wasseranzeige haben. Das ist ja heute auch nicht mehr hip, oder? Genau. So, jetzt gehen wir auf die Autobahn, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht können wir da etwas bei der Einfahrt machen. Weil mit, also wir machen es jetzt im D, die erste Messung im D. Nachleistungssteigerung 8 Sekunden 20. Jetzt probiere ich da jetzt Abstand zu halten auf dem Beschleunigungsstreifen. So, die erste Messung ist nämlich immer die beste. Probieren wir mal. Gut, Achtung und... Ja. 3,7. Haben wir schon mal 0,3 Verbesserung gegenüber Original. 0,3 ist jetzt mal... Wow, ist mal etwas. Jetzt schauen wir schnell mal. Das ist wieder mühsam mit dem Verkehr. Weil man muss immer vorne her, abbremsen auf 80 und dann wieder beschleunigen. Die Leute haben auch das Gefühl, man sei irgendwie gestört in der Birne. Das ist ja nicht ganz falsch. Ja, ja, gut, aber muss ich offensichtlich. Aber jetzt probiere ich das zweite Mal. He? Im S 3,8. Das ist immer irgendwie. Das ist noch. Das ist für das spannend. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich, warum das so ist. Finde ich immer wieder interessant. Schon, gell? Ja. Weil es ja jetzt nicht nur bei ihm so. Nee, jetzt möchte ich nochmal eine Messung machen. Ja, bergauf. Bergauf 3,7. Also leicht bergauf, jetzt im D gemessen 3,7. Ja. Wir müssen jetzt wirklich ein absolut freies Stück noch schnell verwischen, das gerade ist. Aber das Problem ist, da geht es eben auch leicht bergauf. Gell? Probieren wir nochmal. Ich werde eben eine Mal machen von Hand. Mit Hand schalten. So. Eben, die Bestmessung, die wir jetzt hatten, ist 3,7, also 0,3 Sekunden Verbesserung, das ist einiges. Was man muss sagen, ist subjektiv, das heisst,
merken, in Form von Gefühl merkt man einiges, dass das Ding richtig Dampf hat. Vor allem drückt es brutal in den Sitz rein. Das finde ich allerdings auch. Ja, ja gut, ich fahre jetzt schon 2 Tage mit, dann merkt man es nicht mehr so. Aber das ist schon ein markanter Unterschied. Das heisst, jetzt macht es schon richtig Spass, es ist richtig sportlich zum Fahren, die Auto. Und was natürlich noch ganz gut dazu kommt, es gibt noch Most, bzw. Diesel-Einsparnis. Wir reden im Durchschnitt immer etwa 15%, das ist immer bei jedem Auto verschieden. Aber ist etwa noch so. Vielleicht noch ganz kurz zu einem Thema, wo wir immer die ganze Zeit wieder gefragt kriegen, beziehungsweise wir haben in letzter Zeit viele Anfragen natürlich wieder für Leistungen. Ist immer die Frage, ja, macht es am Motor nichts? Und da kann ich euch eins sagen, nein, es macht am Motor nichts. Weil mit Softwareprogrammierung tut man an sehr vielen Parametern tut man kleine Veränderungen machen. Das heisst, in den Kennfeldern drin tut man wirklich an sehr vielen verschiedenen Stellen Änderungen machen. Und durch das viel an Kleinem gibt es ein Grosses. Oder? Und es wird natürlich auch geschaut, was für ein Potenzial hat der Motor, was darf man überhaupt, was kann man überhaupt, was kann man vertreten. Oder? Weil, wie ich euch schon gesagt habe, OCT übernimmt auch die Herstellergarantie ab Werk. Das heisst, wenn Sie ein Auto haben oder wenn ihr ein Auto habt, das eine Werksgarantie hat, dann übernimmt OCT die Werksgarantie im Umfang von 24 Monaten. Das heisst, weil wir ja in ganz Europa arbeiten, haben wir jetzt einfach eine Gesamtregelung müssen treffen, beziehungsweise hat OCT natürlich vor Jahren getroffen, die Entscheidung. Und dazu mal ist es so gewesen, aber auch heute, dass eigentlich die Grundgarantie von einem Hersteller immer 24 Monate ist. Jetzt gibt es natürlich in der Schweiz besonders Fahrzeugmarken, die grundsätzlich schon 3 Jahre haben, Minimum. Ups, jetzt habe ich geschaltet. So. Die 3 Jahre haben im Minimum und es gibt andere Fahrzeugmarken, die haben zum Teil noch mehr. Oder man kann Garantien dazu kaufen. Aber das sind nicht Werksgarantien. Das heisst, das sind Neuwagengarantien, aber nicht vom Werk aus. Das heisst, 2 Jahre sind vom Werk aus und dann das dritte oder vierte Jahr entweder kauft es der Kunde oder der Importeur schenkt euch das. Wenn sie schenken, tut ihr ja gerne nichts, sondern ihr zahlt es einfach im Neuwagenpreis. Und bei uns ist es einfach so, dass 24 Monate die Werksgarantie übernommen wird. Und wenn das natürlich übernommen wird und der Hersteller das euch schriftlich auch gibt, was wir ja machen, oder? Dann muss es ja funktionieren. Wenn wir uns ja vorstellen, wenn wir jetzt irgendwie einen Bullshit bauen, einfach irgendetwas machen, damit wir da Superheroes sind und dann hast du einen Laufmeter Motor und Getriebeschäden, dann machst du das nicht lang. Also da könnt ihr euch beruhigen, seit 30 Jahren funktioniert das und das macht am Motor auch nichts gegenüber am Original. Außer ihr geht natürlich immer auf Maximalbelastung, sei es Rennstreckenbetrieb, dauerhaft. Dann habt ihr aber auch im Originalfahrzeug irgendein Problem. Für das ist es nicht gemacht. Gut, also 0,3 Verbesserung im D. Das finde ich nicht schlechter Wert. Klar wäre natürlich schön, wenn wir 2,5 hätten, aber das ist unrealistisch bei so einem Fahrzeug. Und an dieser Stelle, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Original fahrt man nicht, denkt dran, ganz wichtig. Und tschüss zusammen.